Hallo meine lieben Freunde, hier bin ich mal wieder in meinem Garten und, also im Vorgarten genau gesagt, es wird ein bisschen kühler, ein bisschen kälter. Ich dachte auch, es wird noch kälter, aber es ist eigentlich recht angenehm. Ich werde die Zeit jetzt mal nutzen, um euch einen Tabak vorzustellen, der, wie ich finde, ein bisschen weihnachtlich daherkommt. Es ist jetzt kein offizieller Weihnachtstabak, man kennt sie, die Weihnachts-Limited Editions vom Huber, vom Savinelli, von Ding, Zimt, bla 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 bla. Man kennt sie, sowas ist es eigentlich nicht. Ich werde euch aber jetzt mal, also die Geheimniskrämerei ist im Grunde total Blödsinn, fällt mir gerade ein, weil ihr habt ja im Titel schon gelesen, um was es geht. Es geht um den John Aylesbury Irish Autumn. Ein dänischer Tabak, eine dänische Mischung. Wie kam ich dazu? Wir haben nach wie vor unsere WhatsApp-Gruppe von unserem diesjährigen Trip nach Andex und die besteht fort. Es kommen auch hier und da mal wieder neue Charaktere dazu, unter anderem mein Kumpel Tobi ist jetzt neu mit dazugestoßen, finde ich sehr geil. Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr tolle Truppe und da sind halt die üblichen Verdächtigen drin. Der Jürgen, der Ding, der Bum, der Dings, der Bums, weißt du. Und und da rein habe ich geschrieben, hey, hat irgendjemand einen Tipp von euch von einem Weihnachtstabak? Ein Weihnachtstabak, weil ich habe irgendwie dieses Jahr Bock auf irgendeinen kitschigen, aromatisierten Weihnachtstabak. Übrigens eine Paul Winslow, Winslow, wie es auch manche sprechen. Ich sag Winslow, weil es sich irgendwie cooler spricht. Schönes, wurzliges, ein Wurzelholzcharakter. Ich finde, die passt gut zu so einem weihnachtlichen Herbsttabak. Gestopft wird mit dem Renato. Wie kam ich jetzt dazu? Ich habe eben in diese Gruppe reingeschrieben, hey Leute, kennt jemand einen schönen Weihnachtstabak? Und unser lieber Rainer hat eine Idee gehabt. Und zwar hat er mit den vorgeschlagen, den Irish Autumn. Ist zwar eher ein Herbsttabak vom Design her auch, natürlich auch Autumn, klar. Aber er geht doch stark ins Richtung Weihnachtliche. Und ich war gar nicht undankbar, dass es nicht so ein wahnsinnig vorhersehbarer Weihnachts-Winter-Tabak war. Virginia, Black Cavendish, Zimt-Aromatisierung, fertig. Und das ist dann die große Weihnachts-Special-Edition so. Er geht in eine weihnachtlich würzige Richtung, aber er ist eben aromatisiert mit Irish Cream. Aber zum Geschmack später mehr. Fangen wir mal an. Ich zeige euch mal das Tabakbild. Noch versuchen, nicht auszuschütten. Relativ dunkler Tabak. Schönes Tabakbild, appetitlich. Kommen wir mal zum Geruch. Wie riecht er denn, der Bursche? Und da muss ich wirklich sagen, Irish Cream, Irish Cream, Irish Cream. Das ist wirklich ein, vom Geruch her zumindest, stark aromatisierter Tabak. Vom Tabak riecht man eigentlich gar nichts.
Und Irish Cream, ich bilde mir auch einen Hauch Kaffee ein. Appetitlich, süßlich, fantastisch. Nach Gebäck und Gewürzen riecht ganz toll. Das ist tatsächlich genau das, was ich gesucht habe. Irgendwie habe ich heute einen schlechten Zug. Irish Cream, Irish Cream, Irish Cream. Und das ist jetzt nichts speziell Winterliches oder Weihnachtliches. Er geht aber vom Geschmack her auf jeden Fall mit seinen Gewürzen und diesem Irish Cream süßlichen Gebäck-Aroma definitiv in die weihnachtliche, herbstliche sowieso, aber in die weihnachtliche Richtung. Das ist genau das, was ich wollte. Kein Klischee-Weihnachtstabak, der austauschbar ist, sondern halt wirklich irgendwas Besonderes, was aber in diese Richtung geht. Und jetzt kommen wir mal wirklich zum Geschmack. Was ist drin im Tabak? Virginia, Black Cavendish, Burley und dieses Aroma eben. Der Tabak selber, also diese Kombination an Tabaken, ist ja jetzt wirklich, nichts Besonderes. Es ist nichts Besonderes vom Tabak her. Der Tabak, würde ich sagen, der lebt wirklich von seinem Aroma. Irgendwie bleibt er mir heute nicht an. So, jetzt sind die letzten Blätter auch noch aufgestanden. Er lebt tatsächlich, finde ich, vom Aroma. Vom Tabak her ist nichts, ist wenig zu merken. Und tatsächlich ist die Kombination auch nichts Besonderes. Virginia, Black Cavendish, das ist so für gefühlt 80% der Aromaten die Kombination schlechthin. Der Burley reißt die Kombination auch nicht mehr raus. Also damit lockt man keinen hinterm Ofen vor. Aber das Aroma. Und das ist gut. Das ist ein ganz tolles, süßliches Aroma. Es schmeckt wirklich so, als würde man ein Tee- oder Kaffeekränzchen rauchen. Sahnig, süßlich. Hier und da finde ich, dass so ein bisschen Kaffee durchspitzt. Also vom Aroma, man muss diese Irish Cream, dieses Teigige, dieses Gebäck-Aroma schon mögen, weil es schmeckt recht deutlich raus. Tabake halten sich dezent im Hintergrund. Stört mich aber nicht, weil sowas wollte ich ja. Ich wollte ja einen... genau sowas wollte ich. Vielen Dank, Rainer, an der Stelle. Gruß geht raus. Ganz toller Tabak. Kommen wir zum Nachteil. Zu den Nachteilen. Wie gesagt, wer jetzt einen Aromaten sucht, wo die Tabakkomposition, die für sich schon gut ist, unterstützt wird von einem clever gewählten Aroma, der ist hier verkehrt. Ja, also das Aroma ist sehr stark, das Aroma ist sehr gut, es schmeckt nicht chemisch, es kratzt nicht auf der Zunge. Wenn man, und damit kommen wir zum negativen Punkt Nummer 2, wenn man weiß, was man tut. Der Tabak wird nämlich, finde ich, echt schnell zickig. Das ist so ein kleiner Nachteil. Also der ist jetzt vielleicht eher, finde ich, nichts für Anfänger. Man muss schon ein bisschen wissen, was man tut, weil der schnell zickig wird und dann kratzt er und wird bitter. Wenn man ihn sanft raucht, wenn man ihn smooth raucht, wenn man sich Zeit nimmt, wenn man
ja, sich einfach für den Tabak Zeit nimmt, ein bisschen mit ihm plaudert, dann ist er auch sehr gut zu einem, ja, und brav. Aber er kann schnell zickig werden. Also Freunde, von mir ein Daumen nach oben, Irish Autumn. Nach 100 Gramm 21,90 finde ich auch nicht teuer, wenn man mal drüber nachdenkt. Das ist im Grunde völlig okay. Pro 50 Gramm 11 Schekel, das ist eigentlich völlig okay. Sogar tendenziell sogar preiswert, wenn man bedenkt, dass es eine Limited Edition ist. Ich weiß auch nicht, weil wenn schon Limited und Autumn draufsteht, nicht, dass es den nur im Herbst gibt, keine Ahnung. Vielleicht müsst ihr da schnell sein. Und ich weiß auch, dass ich ein klein bisschen früh dran bin mit einer Weihnachtstabak-Empfehlung. Aber ich denke, man hat viel davon, wenn man einen durch eine schöne Zeit gehen kann mit einem Tabak und nicht irgendwie am 22.12. jemand sagt, du, ich hab da einen guten Weihnachtstabak. Ja, Dankeschön. Das mache ich lieber im Oktober, damit ihr noch lange, lange Spaß habt, durch die kalte Jahreszeit mit diesem Tabak zu gehen. Und bei mir beginnt diese Herbst-Winter-Stimmung dann eh schon relativ früh, wenn dann im Ende Oktober schon der Tolkien im Blu-ray-Player landet und zum 100. Mal die Herr-der-Ringe-Trilogie durchgedrückt wird. Natürlich Extended Version, überhaupt keine Frage. Dann ist die Zeit angekommen für genau sowas. Also, bis zum nächsten Mal. Schöner Tabak. Guckt mal rein. Schaut ihn euch mal an. Riecht mal rein, wenn ihr die Gelegenheit kriegt. Ich finde den super.